Ah, ich habe dir doch gesagt, das wird ein guter Abend. Ja. Und wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Überraschungsgast. Er lebt mit 200 rauchenden Männern und Frauen zusammen. Er stand in seinem Leben nur einmal auf dem Eis. Er schläft nie allein. Ja, und wir haben mal nachgezählt. Er war, glaube ich, der häufigste Gast in deinen Festen. Er hat da ganz oft einen besonderen Song gesungen, den er besonders gut kann. Und auch das Publikum kann es gut, weil da singen immer alle mit. Und er hat ihn heute für dich natürlich ein bisschen abgeändert. Aha. Hier ist der unvergleichliche Andy Borg mit Andy. Jetzt richtig. Du bist so cool. Servus. Andy Borg. Andy. Danke. Ja. Es ist so cool, dass du gekommen bist. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil eigentlich ist es ja momentan so eine No-Go-Zeit. Du weißt es. Du bist eigentlich in den Ferien, oder? Ja. Die Ferien und dann auch noch den Text geändert. Ja. Ich habe einen Kochkurs gemacht dort. Und wie läuft's? Ganz gut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben einmal zusammen Urlaub gemacht. Mhm. Und zufällig, wirklich zufällig, sitzt auch Semino Rossi an diesem Strand. Das war vor der ersten Samstagabendschau in Spanien und da haben wir Semino Rossi kennengelernt. Ja, ich war total stolz, weil ich über den Strand gegangen bin und einer gesagt hat, Senior Borg. Und ich dachte, hey, guck, die Spanier kennen mich jetzt auch schon. Dabei war das dieser Semino Rossi und dann hat er uns zum Essen eingeladen und da haben wir Würstchen Paella hat es gegeben. Paella hat es gegeben. Jetzt, was du sagst. Ja.
Jetzt, was das ja. Aber apropos Paella, ich hätte auch ein bisschen Lust auf was zu essen, weil wir laufen ja hier schon ewig. Schau mal her, eine Kleinigkeit vorbereitet. Gibt schon was? Ja, Paella natürlich. Nein! Ja, die größtmögliche Pfanne muss reingetragen werden. Lass doch mal die Kleinen nach vorne. Oh. Das hast du uns gut mitgebracht. Bist du narrisch. Toll. Also, vielen Dank. Oh, ist das toll. Können wir bitte mal klatschen? Ladies, so vielen einen Dank. Kulinarischen Aufwand. Komm, wir schätzen ja, mal hier rüber. Ich habe dir extra mitgebrungen. Ja. Das duftet fantastisch. Und ich bekomme ja für heute, für diese Überraschung, keine Gage. Ich hätte aber die Bitte, dass ihr vielleicht diesen Stuhl, den ich bezahlen musste im Flieger für diese scheiß Paella, dass ihr das übernehmt vielleicht. Das übernehmen wir gerne. Übergepäck. Auch noch in dein Handgepäck natürlich ein bisschen Paella einpacken. Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß, dass du für viele Höhepunkte in den Feste-Shows gesorgt hast. Du bist überhaupt immer ein Höhepunkt, wenn du kommst. Aber auch außerhalb deiner Performance gab es natürlich ganz, ganz viel Denkwürdiges, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und das schauen wir uns mal an. Lassen Sie mich erst sagen, ich bin begeistert. Ja, schöne Momente. Na, nicht nur schöne Momente, großes Fernsehen, ganz ehrlich. Ich bin total begeistert. Wenn du kommst, da springst du mit dem Motorrad durch den goldenen Reifen, da fällt Wasser von der Bühne. Wenn ich komme, geht ein Vorhang auf. Begrüßen Sie heute Abend Barbara Fleischberger und so, weißt du. Und du hast immer, das ist der Hammer, was hast du da schon alles gemacht? Ich durfte tatsächlich schon viel ausprobieren und mich an vielen Abenteuern versuchen. Aber es hat auch immer geklappt. Es hat echt sehr Gott viel Spaß sei Dank gemacht. Immer geklappt. Ich erinnere mich an eine Sendung in Graz. Oh, da ist er einfach nicht über die Showtreppe gekommen, sondern aus dem Stadion hängend an einem Hubschrauber ins Messegelände geflogen Nein, worden. Nein, ist das toll. Wir waren drinnen und hatten mehr Schiss als dieser Mann, der draußen hängt und tatsächlich dahin geflogen ist. Das war unglaublich. Und vor allem, jetzt mal ehrlich, du musst ja dann danach noch einen ganzen Abend moderieren. Ich meine, es ist ja nett, so ein Show-Act zu machen, aber danach geht es ja dann erst richtig los. Dann, während man Kopf überhängt, denkt man sich schon manchmal, warum mache ich das eigentlich? Ja, aber das ist so toll, weil du bist so unter Adrenalin dann. Ja. Da ist man so drauf, wenn man da aus einem Hubschrauber rausspringt oder an einem Hubschrauber hängt, wenn man das auch machen darf, wenn das das Team ermöglicht, ist das ja etwas Fantastisches. Ja. Und wir durften in unseren Shows ja immer wieder ganz, ganz viel erleben. Aber für mich war ein absolutes Highlight, was wir gerade gesehen haben, diese Spontanaktion auf dem Eis von Andy Borg und Mary Rose. Da habt ihr plötzlich dann irgendwie die Lokomotive gemacht. Das war unvergessen. Aber ich habe vorher Bescheid gesagt, dass ich noch nie auf solchen Kufen gestanden bin. Man hat es auch gemerkt. Okay. Das ist ja auch das Schöne, aber es ist alles gut gegangen. Ich freue mich einfach, dass ich immer wieder solche Sachen machen darf. Das ist eine große Freude und mir macht es auch Spaß. Es wird sozusagen nie langweilig und das ist perfekt. Ach, und bei dir reicht der Vorhang, ich muss aus dem Hubschrauber raus. Bei mir reicht überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Verstehst du? Guck mal hier, es riecht leider sehr, sehr gut. Aber was passiert denn jetzt eigentlich mit? Na nichts, das nimmst du jetzt wieder mit, bitte. Ah, das dürfen wir jetzt nicht. Boah, schmeckt wirklich gut. Ja, ich möchte auch. Aber dann haben wir das alle. Da ist noch einer. Nimm doch Aber das ist doch jetzt so schade, wir könnten doch das aufteilen. Nein, also wir wollen jetzt natürlich nicht hier essen, sondern wir wollen uns zunächst mal. Ich verabschiede mich an der Stelle, weil mit vollem Mund darf man nicht. Andi. Dein Flugzeug geht jetzt zurück. Mhm. Du musst ja wieder 10 Stunden fliegen, um morgen am Strand zu liegen. Ja. Riesenapplaus. Große für Freude und vielen Dank. Zum Bleiben. Danke. Liebe Grüße an. Deine Frau. Danke, Andi. Danke. Schönen vielen Abend noch. Ist das schön. Vielen herzlichen Dank, Andi Borg. Ich liebe Gäste, die Essen mitbringen. Das ist doch Wahnsinn heute. Ob der Nächste auch eine Kleinigkeit dabei hat. Ach. Überraschungsgast Nummer 5. Sie ist Kult.